herzlich willkommen auf Cola. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, diese Insel zu erkunden. Ganz klassisch mit einem Motorroller oder natürlich auch mit einem Motortaxi. Mark on the Road macht es heute etwas anders. Und zwar, ich begebe mich erstmal hier durch diese kleine, ich würde sagen, diesen kleinen Dorfkern, es ist keine Stadt, und erkunde es mal zu Fuß. Und dann überlege ich mir, wie ich später den einen oder anderen Strand besuchen werde, ob ich mich gegebenenfalls auf so einen Motorroller schwinge oder es doch ganz klassisch mache und mich zu Fuß begebe, auf kleine Spurensuche. Hier kannst du schön sehen, wie das Thai-Haus quasi aufgebaut ist. Sehr authentisch das Ganze. Das ist der Markt hier. Hallo, Sadikab. Cooler erster Eindruck von dem kleinen Dörfchen. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich mir eine Flasche Mineralwasser gekauft habe bei 7-Eleven, dass du hier einen Inselzuschlag zahlst. Ja, die Preise sind etwas höher als auf dem Festland, aber das ist klar, die Logistik, das Ganze mit dem Boot hierher zu transportieren, das schlägt sich im Preis nieder. Bin ich definitiv auf dem Land angekommen. Keine 40 Minuten Fahrzeit entfernt, die gegenüberliegenden Seite liegt Pattaya. Here we are. Unser erster Stopp. Der erste Strand für den heutigen Tag. Leicht geht's hier runter in den Hang. Nicht schlecht das Ganze. Super ruhig, etwas abgelegen, wenig Touristen. Das ist genau der Strand, den ich mir vorstelle, im Paradies zu sein. Sehr, sehr schön.
definitiv nicht nur Großstadt auf dem Kanal, sondern auch ein bisschen paradiesische Wasserbedingungen hier auf Koh Lan. So stelle ich mir einen Strand in Thailand vor, wenn ich das allererste Mal herkommen würde. Du möchtest eine einsame Bucht haben, wenig Menschen, entlanglaufen, schöner Strand, ein paar Sonnenliegen nur, ein gastronomisches Angebot. Das ist perfekt, das ist wirklich voll nach meinem Stil. Das ist, wenn du diese überfüllten Strände hast, das ist no go. Das ist einfach keine schöne Erfahrung, die du haben kannst. Und es gibt hier in Koh Lan gibt es einen Strand. Das ist vom Pier in Pattaya. Kannst du direkt hinfahren sogar. Und das ist halt der Strand, wo die meisten Touristen hingehen. Da gibt es dann die Möglichkeit natürlich Jet-Ski, Stand-Up-Paddling, Tauchen. All diese ganzen Sachen kannst du da ausführen. Also ein riesen Attraktionsprogramm. Aber mir gefällt sowas wirklich definitiv besser. Und ich denke, dieses Bild, das ist einfach das, was man sich vorstellt für Urlaub. Jetzt noch ein Cocktail zum Frühstück. Die Welt wäre in Ordnung. Frühstück, was traditionelles, aber nichts thailändisches. Ja, ganz klassisch das Ganze. Zwei Scheiben Toast, ein Omelett, Wurst, Schinken und Tomaten und ein bisschen Salat. Es war ein leckeres Frühstück. Ich habe mich jetzt entschlossen, weiter zu spazieren zu gehen, keinen Motorroller mir zu mieten, sondern nicht hinten drauf zu springen, sondern ich möchte da, wo ich Lust und Laune habe, einfach ein bisschen Zeit verbringen und erkunde das einfach mal so. Ob das die richtige Entscheidung ist, das wird sich zeigen. Mir ist klar, dass ich nicht die komplette Insel mir anschauen werde. Das war aber auch gar nicht das ganze Ziel. Ich möchte einen Beach jetzt noch besuchen gehen. Und ich denke, das war's dann auch. Es ist ein schöner Urlaubsort, ein Ort, der sich wirklich mal als Tagesausflug von Pattaya sehr, sehr gut empfiehlt. Es ist bequem mit dem Boot zu erreichen. Wie gesagt, das Ticket ist 30 Baht für eine einfache Fahrt, 30 Baht zurück. Das ist super. Cooles Resort, hat kleine Bungalows und dann der Swimmingpool hier, friedlich inmitten der Natur am Ende gelegen, das kleine Städtchen hier von Koh Lan. Ich bin keine 5 Minuten außerhalb der Stadt, das erste Hindernis liegt vor mir. Hier geht ein steiler Hang,
der da hochgeht. Ja, da muss ich jetzt durch. Die Natur aber ist so schön. Das geht ganz schön steil hier hoch und ich bin fit. Ich bin fit, aber schaut euch mal im Hintergrund die Bucht an. Ja. Blick aufs Meer. Partei da hinten im Hintergrund. Schön. Wirklich schön, aber weiter geht's. Das hat sich jetzt gelohnt. Einen einfachen Spaziergang nach Samai Beach, das ist machbar. Allerdings den Weg zurück, wieder diesen ganzen Hügel, ne? Der hier ist definitiv länger. Weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal antue. Wahrscheinlich hole ich mir so ein Motortaxi oder so ein Fahrzeug. Gibt ja auch so Pickup-Trucks, wo du dich hinten draufsetzen kannst. Das geht. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Schaut mal, hier sitzt. Ja, na, der Hund ist intelligent genug. Da ist zu warten. Freudig. Freudig hier. Amor. To the bay, Amor. Taboa. Taboa, Amor. Come on, go down, go down. Yeah. Das soll der Weg zum Strand sein. Ah ja, doch, doch, hier. Leute zum Watt-Taxi gehen vermutlich auch zum Strand. Also dann sollte das passen. Oh, schau ich mal diesen alten Fußballcourt an. Definitiv bessere Zeiten schon erlebt. Unser zweiter Strand und vermutlich auch der letzte für den heutigen Tag. Schön. Leider ist natürlich das Wetter jetzt nicht so bombastisch. Aber du kriegst trotzdem eine Idee, wie das hier eigentlich ausschaut. Es sind ein bisschen viele Sonnenliegen, um ehrlich zu sein. Das ist ähnlich wie in Chom Tien Beach, aber ja, das für einen Tag, wenn du einfach mal kurz ins nasse Wasser springen möchtest, dann ist das optimal. Ist nicht viel los am Strand. Wenige Touristen. $30 kostet die ganze Fahrt von Pattaya hier in 40 Minuten herzukommen auf eine Insel, die wunderschön ist. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit Phuket, Koh Samui oder auch Phi Phi Island, aber für einen Tagesausflug, muss ich ehrlich gestehen, ist das grandios. Schau, wie freundlich sie sind. Sawadee Kap! Nein, also es ist wirklich wunderschön. Natürlich diesen Disadvantage, den ich heute habe, ist, dass die Sonne noch nicht ganz draußen ist, also dass diese Vielfalt vielleicht jetzt noch gar nicht so farblich rüberkommt, wie es eigentlich tatsächlich sein sollte. Aber ja, also definitiv ein Ausflug wert.
Ich würde sagen, dass das Schöne ist. Was ist deine Meinung zu diesem Strand? Lass mich das mal in den Kommentaren wissen. So geht es auch. Man fragt. Kostenlosen Bustransfer zurück nach Nabal. Was für eine Legende, der Typ. Hat mich kostenlos mitgenommen, super freundlich, am Strand aufgepickt und sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, meine lieben Freunde, das war ein kleiner Ausflug nach Koh Lan. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken, das ist ganz klar. Aber für den ersten Eindruck, denke ich, reicht das. Es gibt einige andere Videos, die ihr euch reinziehen könnt bei YouTube. Sehr schöne Sachen, unter anderem natürlich bei deutlich besserem Wetter, aber man kann sich das nicht mal aussuchen. Man ist halt dort, wie es jetzt gerade passt und stimmt. Ja, mit Peace and Blessings verabschiede ich mich und freue mich auf das nächste Abenteuer, was wir gemeinsam erleben werden, rund um diese Welt oder in Thailand oder wie auch immer. Dein Marc, adios.